Hallihallo, Hallöchen, liebe Zuschauer, hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Hat sich im Vergleich zum letzten Mal was geändert? Nein, ich habe immer noch das C6, ich habe immer noch mein Equip auf Haste ausgelegt, das hier und das hier war zuletzt dabei. Oh, wieder spät, oh, ich habe hier nur 10 Leute hier. So, das da. So, Krempel verteilen. Fressen holen. Ah, oh, geil. Kann man sich den Watz vollhauen. Machen wir so. Nom, nom, nom. Müssen wir natürlich gleich schon mal machen. Was haben wir denn da? Wir sind natürlich hier. Was haben wir hier nochmal? Wie heißt das nochmal? Ach, Zwillingsgipfel. Zwillingsgipfel. Warum sagt mir das denn wieder keiner? Sowas bezahle ich. Ja. Gut aufgeteilt. 2, 2, 2. Was haben wir denn für ein Equip? Oh, 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 oh. Keine geboosteten Chars. Oh, oh, oh. Keine geboosteten Chars. Ah, das sieht bei uns schon dicken anders aus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Leute schon mal unter 100, unter 400k gebufft. Ja, beim Priester. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt ist Maria. Tut mir leid. Oh, bisschen müde. Wir haben 2 Heiler. Was haben wir hier eigentlich? 1, 2, und 3 Heiler. Die haben aber wenigstens. Naja, bei dem nicht wirklich. Oh, ich werde beobachtet. Oh, ist so T1, oder? Erhabenheit, das glaube ich T1. Ne, das ist T2. Doch, das ist T2. Ach, keine Ahnung, T1 oder T2, ich weiß es mir nicht. Da sind immer noch die Sets schlechthin. So, Talente hat sich nichts geändert, selbst das Highlight beim letzten Mal geändert. Glyphen sind auch gleich. Da könnte ich theoretisch vom Spielstil her andere nehmen, aber. Ja, ich hab das heute mal ein bisschen probiert, so mit Damage, also mit der Richtdurchhalt-Glyphe für mehr Schaden, wenn man wechselt, und mit, was war's gewesen, für Siegel der Wahrheit, aber das ist nicht so der Bringer. Für Judgment-Glyphe ist eigentlich ganz nett, aber wenn man halt nicht die ganze Zeit wechselt und in der Arena zum Beispiel, bringt mir die eigentlich kaum was, da habe ich dann lieber doch Bürde der Schuld drin, weil ich habe hier nachher 3,8. Also ich habe unter 4 Sekunden Richturteil und da macht das einfach kaum noch Sinn. Ich glaube, 3,66 ist der Spitzenwert, den ich hatte. Und das ohne, wie heißt, ohne Kampfrausch, Heldentum, wie auch immer man es nennt. Kann man den wegzimmern? Warum reitet der eigentlich nur? Das gibt's nicht. First Blood. Geh mir durch die Eier. Ist das ein Bot oder was da? Also der Shami, der macht ja gar nichts. Nicht mein Freund. Was? Wollt ihr mich gerade verarschen? Doppelgrip. Das habe ich auch nicht gesehen. Das sah cool aus. Definitiv. Definitiv. Ach komm. Fahr mal die Drecksau hier. Oh, du blöder Affe. Sorry für die harmlosen Ausdrücke. Ich weiß, die meisten sind mehr gewohnt. Nein. Das war falsch. Warum? Warum in Gottes Namen? So werden wir keine Freunde. First Blood. Sollten mal so langsam vorgehen und die Flagge holen. Er hat's. Oh, ein Schurke natürlich. Was sonst? Oh, super. Jetzt habe ich die Flagge da. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Das war's dann. Was soll ich sagen?
Jetzt führen sie 1-0. Klasse. Hat keiner aufgepasst. Ja, ja. So ist der Lauf des BGs. Jetzt. Eigentlich hätte ich gar nicht sterben müssen. Mal lassen die sich gerade farmen, tatsächlich. Feuermatch dabei. Komm, den will ich einfach haben. Wenn der geheilt wird, bringt mir das auch nichts. Ach, Leute, das wird so nichts. Das BG läuft gerade alles andere als gut. Das passt mir gerade überhaupt nicht, aber. Naja, so BGs muss man auch sehen. Ich könnte jetzt natürlich einfach die Aufnahme beenden. Das BG. Moment. So, Mikro, richtig. Ich könnte jetzt einfach das BG beenden und die Aufnahme dann halt verwerfen und Neues machen, wo man halt sieht, wie super toll doch alles läuft, aber nee, das widerstrebt mir einfach. Das ist langweilig. Man muss auch mal, du machst da gar nichts, auch mal sehen, es kann auch einfach mal scheiße laufen. 4, geh mal raus. Den bespucken wir, nee, können wir nicht. Ja, wieso kommt denn jetzt noch? Ah, da waren es zwei verschiedene. Drecksack. Na komm her. Ja, ist natürlich geil, wenn die Leute hier durch die Gegend lecken. Hier wird sich nicht geheilt. Nicht, wenn ich es unterbinden kann. Ey, das war der dritte Vieh. Achso, der kann ja wieder resettet haben. Ah, Gott, der. Jetzt kann er natürlich abhauen. Jetzt kann er wegsprinten. Das ist so geil, ich liebe diese Marathonläufer. Nee, wie gesagt, das wird zu langweilig. Einfach hier. Ach, leck mich doch. Das kann wie gesagt jeder und das will ich nicht. Ist nicht mein Stil. Auch wenn das BG dann kacke ist, dann ist es halt immer kacke, ne? Oder wenn ich am BG viel hin und her laufe und unbedingt was mache, dann ist es halt so, ne? Damit muss man auch leben können. Auch als Zuschauer, was nicht böse gemeint ist. Aber, will ja ehrlich sein. Ich will immer nur die Rosinen rauspicken, das funktioniert nicht. Das habe ich in den letzten 2 Jahren am eigenen Leib erfahren. Obwohl ich das wusste, habe ich es trotzdem gemacht. Und natürlich bin letztendlich auf die Nase gefallen. Das, naja gut, ist halt so, ne? Muss ich auch mitleben. Also. So, ist der Decay? Schauen wir uns dann. Schön, schön, jetzt haben wir ausgeglischt schon. Ja, also auch so mal die Lebensweisheiten so ein bisschen immer die Rosinen rauspicken. Kann man nicht. Wenn man wirklich in der Situation ist, wo man das kann, dann warum nicht? Aber wenn man nicht in der Situation ist, dann sollte man sich das gut überlegen. Ich bin wie gesagt auf die Nase gefallen und. Ja. Oh, DK, geh mir nicht auf den Sack. Skalieren nicht, verlieren nicht. First Blood. Ja, also, mach das lieber nicht. Ich will jetzt hier nicht als mahnendes Beispiel oder Moralapostel fungieren, aber es sind ja so Dinge, die man im Leben, die man einfach mal mitgeben, die man mitgeben kann. Es ist ja nichts Schlimmes, man kennt es, man weiß es, aber man tut, macht das dann trotzdem nicht richtig, sondern man macht das halt doch genauso, wie man weiß, dass man es nicht tun sollte. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen, der das sieht und vielleicht irgendwo so eine Entscheidung treffen muss irgendwie und hört das, dann kriegt das jetzt halt dann einfach nochmal gesagt und denkt sich, okay, halt, nee, dann mache ich doch mal, mache ich doch anders, ne? Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ist, denke ich, verständlich genug. Gucken, ob wir den umhauen können. Langzeit gesehen vielleicht nicht.
Backpedaler. Eigentlich müsste ich ihn auslachen, aber ich habe den Chat ausgeblendet. Na? Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, Mensch, versuch mich zu beklauen. Es ist unglaublich, was der DK da überlebt hat. Vor allem, was der trotzdem noch von Schaden gedrückt hat. Oh, das ging jetzt wirklich schnell. Na doch, 12 Minuten. Naja gut, was haben wir gemacht? Genug Damage, genug Heal. Aber wir haben eiskalt verloren. Gut, war wie gesagt mal ein Scheiß-BG. Pickt euch nicht die Rosinen aus, außer ihr seid wirklich in der Situation, wo ihr es könnt. Und die wenigsten in dieser Welt können das tun. Ich hoffe, das hilft vielleicht irgendjemandem, der das gerade schaut, in so einer Situation ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare. Freue ich mich immer drauf. Oder auf Twitter, da freue ich mich genauso. Da passiert irgendwie gar kaum was. Ganz selten, schade eigentlich. Weil da bin ich am aktivsten. Da kann ich nämlich jeden Tag reingucken. Kann ich nämlich oft öfters reingucken. Auch während dem Kurs. Ist ja manchmal auch ziemlich langweilig. Ja, oder auf Twitter dann. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.